Hat mir jetzt auch viel gebracht. Naja, ich kann wenigstens weitergehen im Spiel. Herrgott, noch eins. I already told you. We have to know what we're dealing with. If the infection spreads beyond these islands, the entire world is fucked. Naja. Also, nächste Aufgabe wird sein, such die Fährstation. Vorher noch kurz Beine lockern. Ja, nehmen wir den Auftrag mal an. There used to be an old ferry that the locals used to get back and forth. See if you can get it going. Once you found a way across, the rest of us will link up with you. Are you ready? Ja, machen wir einfach. Die Überfahrt geht zum Fährenterminal. All right. Watch your back. We'll join you once you've cleared the way. I heard that some escaped prisoners might be in the area. Be careful. Toll. Diesmal sind zwar keine Tunnel, aber ein paar entflohene Irre. Einfach nur toll. Mal kurz noch mein Inventar angucken. Ja, ich nehme einfach mal alles mit. Ach, noch einen Snack einpfeifen, bevor ich da hier mich weiterschlage. Puh. Aber das war jetzt ein Kampf. Alter Verwalter. Shit's hit the fan, Kessler. I need your help. Pick up. One of the men with us, his name was Wayne, was exposed to the chemicals in the tunnels, completely drenched in them. Turned him into one of those things. Is that what you think is going to happen to me? I honestly don't know. He had to be infected. Otherwise, exposure to those chemicals wouldn't have resulted in a mutation. They would have made him ill, perhaps fatally so, but that would have been the extent of it. As for the mutation itself, it appears to be random. Based on a person's genetic makeup and other factors. What was your exposure level? What about fumes? Did you wear a mask? How much of it did you breathe in? Ah, for fuck's sake. I didn't wear a mask, Kessler. How fucked am I? Exposure at any level has the potential to be dangerous. But since you have not already been adversely impacted, the fumes must not have been enough to trigger a large-scale mutation. I'm afraid to say that I have to study this further before I can draw any conclusions. In the meantime, watch for anything out of the ordinary. I will let you know as soon as I learn anything of interest. Don't hang up on me, Kessler! Ah, fucking hell! Ich bin jetzt nur froh, dass ihr endlich die Klappe haltet, weil ich wollte hier schon lange mal was reparieren. So, upgraden bringt ja, glaube ich, nichts. Schroten, hä? Mir geht eh die Munition aus. Und ich wollte nicht weitergehen, ohne zu reparieren, und ich wollte sie nicht beim Reden unterbrechen, drum. Jackpot. Echt? Nicht wirklich. Lassen wir da. Ich bin wählerisch geworden, was mein Zeugs anbelangt. So, jetzt bin ich gespannt, was wir hier hinten finden. Ich hoffe, irgendwann mal wieder Munition zu finden. Was geht denn darum? Energy Drink. Sunken Food. Ja, alles so ein Tresor? Kann ich den aufmachen irgendwie? Sieht nicht danach aus. Einfach nur ein Tresor auf dem Auto, wie man es halt so oft findet. Jetzt häng ich fest, doch nicht. So viel zu den entflohenen Häftlingen. Ich hoffe, die sind alle so. Ich hoffe, es ist sehr schwer. Und alle Autos natürlich kaputt. Aber ich habe wieder eine Karte. Gut, sie bringt mir nicht sehr viel, aber ich habe eine. Immerhin. So, komm. Nimm Zeugs. Oh, da sind schon die ersten. Ja, dich habe ich schon gesehen. Du wirst mein erster Freund hier. Freund, wo bist du hin? Du bist hartnäckig. Sehe ich schon. Mal sehen, ob die anderen Freunde hier auch so hartnäckig sind. Ja, ja, ETL, ist klar, ist klar. Was könnte das in Wirklichkeit für ein Botendienst sein? Oh, sind das viele. Ihr geht erstmal fliegen hier. Und schon wieder eine E-Mail. Glaube ich zumindest. Vielleicht auch eine SMS, man kann es nie wissen.
Oh, dich hätte ich fast übersehen. Tut mir leid. Wollte ich nicht. Ach, dieser Elektroshark ist... geil. Snack brauchen wir nicht. Da brennt ein Zombie. Ich frage mich, ob es jetzt immer nur Teilziele anzeigt oder irgendwann auch den gesamten Weg. Wahrscheinlich wird es hier eh immer nur Teilwege anzeigen. Leck mich. Leck mich. Du kannst auch gleich leck mich. Ach, schon tot. Die Zombies von heute halten wirklich nichts mehr aus. Oder? Was meinst du? Ja, du bist schon stabiler. Ich muss mich mal kurz ausruhen. So, jetzt kann ich mich wieder um dich kümmern. Ja, jetzt brennt hier alles und ich müsste auf die andere Seite. Das ist nicht sehr praktisch, muss ich ehrlich gesagt zugeben. Och, du lebst noch. Ja, mit Betonung auf noch. Okay, wo könnte es denn hier lang gehen, wenn nicht dort? Ich muss außen rum. Dann gehen wir im Außen rum. Es hätte auch zu schön sein können, wenn man den direkten Weg nehmen kann. Aber na gut. Es ist ja nicht allzu groß, der Umweg. Es sind nur ein paar Zombies im Weg, wie immer. Du, hallo, du kannst mich mal. So, nein. Und nein. Nicht aufstehen. Aufstehen, böse. Unten bleiben. Ja, alles eingesammelt. Echt? Ich hab Henderson gefunden. Yay! Wusste ich doch. Yeah! Scheiße! Komm, nimm endlich. Gott, du bist ja ein Mistvieh. Ein vergiftetes Mistvieh. Ein totes vergiftetes Mistvieh. Oh, die sind mir am liebsten. Wenn hier noch viele kommen, bin ich am Arsch. Du kannst erstmal weg. So, noch ein Schuss. Irgendwann muss ich wieder Medikits kaufen. Ich sehe es kommen. Ganz klar. So, du kannst erstmal sterben. Gehst du mir vom Leib? Schädel eintreten funktioniert heute mal wieder nicht. Ich will jetzt aber. Ich will den Schädel eintreten. Mistding. Oh. Dann eben nicht. Ich habe einen großen. Nee, du bist kein großer. Du bist nur nicht weggeflogen. Ach, da ist ein Gefangener. Jetzt erstmal snacken. Scheint nichts zu bringen. Plötzlich schon wieder volle Energie. Das ist ja mies. Ja, das hat auch schmerzhaft ausgesehen. So zwischen dem Geländer durch. Eine Gasflasche. Das war so nicht geplant. So war das auch nicht geplant. Ach, leck mich. Lecken sollst du mich. Geh weg. Ich habe gerade irgendwie das Problem, zu meiner noch regulären Waffe zurückzuwechseln. Wahrscheinlich, weil die weggegangen ist auch. Ja. Jetzt muss ich schon wieder ins Menü rein und Waffen wechseln. Das ist ja... Wow. Das ist ja fies. Du bist ein fieses Arschloch, weißt du das? Woher hast du ein Messer? Ja, jetzt aber erstmal wieder Inventar. Welches war jetzt meine Lieblingskralle? Das nicht. Ah doch, sie ist noch ausgerüstet. Nur. Nee, komm. Hallo? Ist das Ding jetzt kaputt gegangen oder wie? Nee. Ich konnte es nicht ausrüsten. Was soll denn der Mist? So, und bevor ich dann hier erstmal weitergehe, erstmal zur Werkbank. Es hat zwar nicht viel abgezogen, aber ist mir wöhler, wenn ich meine Waffe repariert habe. So. Das war jetzt ein bisschen seltsam hier. Ich
kann meine Waffe einfach nicht mehr auswählen. Dachte ich mir doch, dass du ein großer Schläger bist. Aber ich bin jetzt gerade so angepisst, dann machen wir dich auf einen Schlag fertig. Naja, auf jeden Fall schnell. Yeah, right. Aber gelohnt hat es sich jetzt auch nicht wirklich. Ja, immerhin. Gibt ein bisschen Geld, ein Medikit. Kann ich mir von kaufen. Wie weit ist es denn noch? Sag. Sag das bitte nicht, dass es zu still ist. Ich mag sowas nicht. Immer wenn man sagt, es ist zu still, passiert gleich was Schreckliches. Ich weiß es doch. So, Fährstation von Pinay. Ist wirklich verdammt still hier. Oje, oje, oje. Da passiert gleich was Schreckliches. Ich weiß es. Hallo. Hehe. Wie geht's euch? Ich muss hier mal durch. So, bitte, bitte nicht schießen. Ich will nichts Böses. Hallo. No, we don't care. As long as you pay us what we want, you can do whatever the fuck you want. How much do you want? Everything you're carrying. Money, weapons, ammo, supplies, all of it. Now hand it over. If that's the way you want it, then that's the way it'll be. Fine. We'll just kill you and then take your shit. Makes no difference to me. Das war irgendwie klar, dass das so kommen musste. Was zur Hölle? Was geht hier ab? Was zur Hölle geht hier ab? Ja, abgesehen davon, dass mein Controller leer ist. Aber was zur Hölle ist das? Das ist so vielleicht der Anfang von meinem, von der Virusinfektion? Hölle. So, wer lebt denn noch? Du lebst noch. Oh Gott, das ist... krass. Holy shit. What happened to me? Unbelievable. Am I responsible for this? Ja, das war jetzt schon sehr abgefahren, muss ich sagen. Kessler, you there? Answer me! Yes, I'm here. There's something happened. I went into some kind of rage, Kessler. I could barely control it. Just calm down. There's no reason to get hysterical. Now, it sounds like the virus has mutated, but it appears to be very minor. I don't think you're in any real danger, but you definitely want to limit your exposure to any additional mutations. Yeah, what happens if I go berserk again? I suspect you have had similar symptoms before, but none so overwhelming. That fury you're feeling, that is the result of the mutation. It amplifies the release of large quantities of corticosteroids from the adrenal cortex. The mutation will not progress if you can avoid exposure to the mutagen again. But continual exposure can cause further, even more dangerous mutations. Turning you into something, something quite horrifying. Perhaps instead of viewing this as a negative, you should embrace it. Learn to control it. Hoax it. Given the state of the world, a little extra something can be a dead thing. Am I right? Now, if you will excuse me, I have a situation to deal with. It's got to be here. Ja, super. Jetzt mutieren wir auch noch. Das ist ganz, ganz fantastisch. Ja. Ich freue mich ein Loch im Bauch. Aber war schon eine coole Nummer, muss ich zugeben. So, Shotgun aufgenommen. Irgendwas muss ich jetzt gerade suchen hier. Was muss ich denn hier in dem Gebiet suchen? Das habe ich gar nicht gesehen. Aber diese Nummer mit dem Durchdrehen war eigentlich schon ganz cool. Es wäre natürlich schon beschissen, wenn wir jetzt mutieren, sage ich jetzt mal. Okay, was ist denn der Auftrag, den wir gerade haben? Auftrag ist immer noch die Überfahrt.
Ach, den Fährkontrollraum muss ich suchen. Okay. Ich schätze mal, der ist oben. Vor allem, da ich hier unten eigentlich schon fast alles durchgeguckt habe. Oh, das wäre mal eine coole Waffe. Ein Feuerzeug in der Getränken, ja. Und ich denke mal, dass... Weil diese Gefangenen hier waren, werden nicht allzu viele Zombies hier sein. Außer sie haben irgendwo in dem Raum welche eingesperrt. Boah, aber so groß ist das hier doch gar nicht. Der Kontrollraum muss doch da irgendwo... Wow. Sind das viele Taschen? Ja, einigermaßen viel Geld, ein paar. Ja, ein bisschen was gibt's. Also plündern wir hier die Taschen. Da ist jemand im Kontrollraum. Ich hab jetzt auf jeden Fall jemanden schreien gehört. Nur wo ist der Kontrollraum? Ist immer noch die Frage. Marvin, Marvin, hallo, Marvin, wo bist du? Ja, nutzlos. Ich will jetzt wissen, wo der Kontrollraum ist. Vielleicht ist er doch unten. Ja, und ich weiß, überall zweimal durchlaufen bringt's auch nicht. Außer man macht noch ein paar andere Taschen auf. Ach, der Kontrollraum könnte auch irgendwo hier hinten sein. Versuchen wir. Sowas hatten wir auch schon lange nicht mehr. Na, und immer daneben. Oh, please, please don't kill me. Ich hatte es nicht vor. Hallo. Hey, hey, hey. It's okay. I'm here to help. Unlike those lowlifes who are holding you prisoner. I was going to Henderson to try and find my family. And those damn prisoners caught me. They said they were going to use me as bait in case the infected attacked. Those bastards. Anyway, my name is Marvin. I owe you one. We need to get moving. You know how to start the ferry? Yeah, of course I know. I worked there for 16 years, give or take. It's right here. Ja, immerhin. Mal jemand, der nützlich ist. We can run the ferry. We'll wait for you. Understood. We're on our way. See you soon. Und jetzt? Was kommt denn jetzt wieder? Ach, heißt jetzt einfach mal einsteigen, oder wie? Oder kann ich mich hier noch ein bisschen umgucken, wenn ich möchte? Wie gesagt, wenn ich möchte. Ach nö. Hast du was für mich? Theoretisch ja. Ja gut, aber so wie es aussieht, müssen wir hier uns wieder verbarrikadieren. Und da mein Inventar voll ist, muss ich auch wieder was verkaufen und Zeug und Sachen. Und dafür habe ich jetzt gerade gar keine Geduld mehr. Ja, fast 2 Stunden gespielt. Das heißt, es ist eigentlich mal wieder Zeit für eine... Oh, fuck. Ich hätte es nicht gedacht, dass die einfach so an... Ach, leck mich. Stell doch den Zaun auf. Zaun aufstellen. Ach, so ein Scheiß. Ja, dann machen wir halt einfach weiter. Ich hätte jetzt eigentlich gehofft, dass ich kurz eine Pause machen kann und dann... genug Zeit habe, um hier alles zu befestigen. Aber nein. Es will ja einfach nicht. Komm, jetzt. Toll, der hat es geschafft, endlich den Zaun aufzustellen. Oh Wunder, oh Wunder. Ich stelle jetzt einfach noch mehr Zäune auf. Ach, da oben ist noch einer in Gefahr. Ich will da hoch, komm. Anstrengend. Du lass meinen Zaun in Ruhe. Get out of fences ready. That ferry engine is fucking loud. Much louder than that water pump. So, darf ich jetzt meine Pause machen? Ich hoffe es doch. Also ich drücke jetzt einfach mal auf Start. Sage an dem Punkt, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Und du hältst mal die Fresse, bitte. Wenn ich mich verabschiede. Ach. Na gut, die wollen anscheinend nicht, dass ich mich verabschiede. Darum sage ich einfach mal in dem Sinne Tschüssikowski und bis zum nächsten Mal und so weiter.